Weil er als junger Mann gerne Witze riss, bekam er einst den Spitznamen Gag. Sein Humor war ihm, selbst als ihm der Spaß längst vergangen war, doch Halt und auch Ideengeber für kreativen Widerstand im SED-Unrechtsregime. Als Verbannter kämpfte er gegen die Unterdrückung in seiner Heimat und dann als Journalist gegen das Vergessen für die Aufklärung. Das macht er jetzt quasi amtlich als Bundesbeauftragter für Stasi-Unterlagen. Herzlich willkommen, Roland Jahn. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Kamingespräch von Phoenix aus der American Academy in Berlin. Herr Jahn, wir müssen über das wichtigste Thema zuerst reden. Das ist Fußball in diesen Tagen. Sie haben selber gespielt in der Jugendmannschaft von Carl Zeiss Jena. Jena war Ihr Heimatort damals. Welcher Spieler ist denn bei Ihnen aus Ihrer Sicht Ihr Lieblingsspieler jetzt in der deutschen Mannschaft? Also ich habe keinen direkten Lieblingsspieler, weil ich setze sehr auf das Team. Aber wenn ich es genau nehme, dann würde ich schon sagen, dass Özil einer ist, dessen Spielweise mir besonders gefällt. Nun ist ja eine große Diskussion im Vorfeld dieser Europameisterschaft im Gange gewesen. Da ging es eben um Unterdrückung und geht es nach wie vor um Unterdrückung in der Ukraine. Frau Timoschenko im Gefängnis, wie sie da misshandelt oder behandelt wird. Philipp Lahm hat sich dazu geäußert öffentlich und hat gesagt, eigentlich muss man dazu Stellung nehmen, auch als Sportler. Sehen Sie das auch so? Ich finde das toll, dass er das gemacht hat. Ich finde es wichtig, dass man ja nicht dran vorbeigeht, wenn in einem Land Menschenrechte verletzt werden und dann so eine Europameisterschaft stattfindet, glaube ich, ist es doch sehr angemessen, darauf hinzuweisen, dass in diesem Land Menschenrechte verletzt werden und dass das nicht hinzunehmen ist. Wie weit darf sowas gehen? Also sollte es auch symbolische Akte geben im Stadion oder soll das immer außerhalb des Sports stattfinden? Das muss jeder Sportler für sich frei entscheiden. Wenn er das Bedürfnis hat, das an einem bestimmten Ort zu machen, dann soll er das tun. Eine andere Frage ist, ob man solche Meisterschaften boykottieren sollte oder nicht. Da muss in Ruhe diskutiert werden, weil es geht ja auch um die Menschen, die in diesem Land leben. Und manchmal kann auch so eine Europameisterschaft hilfreich dafür sein, dass die Menschen eine Stärkung bekommen und sich deutlicher gegen Menschenrechtsverletzungen wehren können. Nun gibt es ja einen mächtigen Verband, der sich äußern könnte. Das ist die UEFA. Aber deren Chef Platini sagt, nein, das sei nicht Sache des Sports. Wird da eine Chance verpasst von der UEFA? Ich denke schon. Platini hat so die Haltung, wir spielen Fußball, alles andere interessiert uns nicht. Ich denke, Sport ist nicht unpolitisch. Und gerade Sport setzt voraus, dass Menschenrechte gewährleistet sind. Und umso besser die Menschenrechte vorhanden sind, umso besser kann auch diese Europameisterschaft ein Erfolg werden. Sie haben über Jahrzehnte gegen Unterdrückung für Menschenrechte gekämpft. Und wir gehen nachher auch noch auf Einzelheiten ein. Wie nah darf denn ein Sportler einem Regime sein? Es gibt ja Sportler, die quasi dem Regime auch gedient haben in der Außendarstellung. Wie weit darf so etwas gehen? Ich denke, da gibt es eine lange Geschichte. Wir kennen die Olympischen Spiele 1936 in der Nazizeit, aber auch andere Regimes, die ja, Sport benutzt haben, um politische Erfolge zu zeigen. Ich glaube, hier muss man genau hinschauen und die Sportler sollen für sich frei entscheiden, müssen sich aber immer klar sein, wem sie dienen. Ich habe lange darüber mit meinem eigenen Fußballtrainer diskutiert. Bernd Stange, mein Jugendtrainer, war der Trainer in Jena. Und war dann als Trainer der Nationalmannschaft im Irak unterwegs, später in Weißrussland, also beides Diktaturen. Und das war zur Zeit von Saddam Hussein. Das war zur Zeit von Saddam Hussein und er hat das verteidigt. Er hat gesagt, ich bin dort und ja, spiele Fußball, trainiere Menschen, die eine Freude am Leben haben durch den Fußball. Ich setze auch etwas als Kontrapunkt. Aber andererseits hat Saddam Hussein natürlich diese Nationalmannschaft benutzt, um sein politisches System hochzuhalten. Und ich glaube, da kann man spannend diskutieren und auch für die Zukunft. Wie wichtig ist denn dabei, wenn man sich so umschaut, das Engagement jedes Einzelnen gegen Unterdrückung oder gegen Unfreiheit? Wir haben im letzten Jahr sehr viel berichtet über das, was in Ungarn beispielsweise passiert, Einschränkung der Pressefreiheit. Man hat aber trotzdem das Gefühl, dass die EU das, die Europäische Union, zum offiziellen Thema gemacht hat, aber dass die Bürger in Ungarn, zumindest ein Großteil der Bürger, gar keine große Einwände dagegen hatte. Ja, wichtig ist, dass Ungarn ein Teil Europas ist. Und ich denke, es ist wichtig,
dass man die Werte und Normen Europas auch immer wieder einfordert von den Mitgliedsländern. Das, was in Ungarn an Gesetzgebung da war in Sachen Presserecht, das hat eindeutig gegen die Werte Europas verstoßen und deswegen muss das angemahnt werden. Und wir wissen es ja, wie das auch in vielen Diktaturen früher funktioniert hat. Die Menschen in dem Land haben oft Angst, sich dagegen zu wehren. Umso wichtiger ist es, auch von außen Menschenrechte einzufordern. Wir hatten jetzt gerade diese Woche das Beispiel Russland. Große Demonstrationen gegen Putin. Ist da etwas im Gange, zumindest in Teilen Europas, dass Meinungsfreiheit wieder stärker eingeschränkt, zurückgedreht wird? Und wie wichtig ist dann das Engagement für die Meinungsfreiheit? Wir müssen immer aufpassen, dass demokratische Grundrechte nicht eingeschränkt werden, gerade in den Ländern, wo wir Hoffnung drauf gesetzt haben, dass dort auch eine demokratische Gesellschaft sich entwickelt. Das ist kein Selbstlauf, diese demokratische Entwicklung. Und deswegen ist es wichtig, genau hinzuschauen und auch es anzumahnen, auch Putin gegenüber anzumahnen, dass das, was dort stattfindet, etwas ist, was diese demokratische Welt nicht hinnimmt. Kann man unter diesen Vorzeichen dann Geschäfte machen mit solchen Staaten? Ein großes Thema sind ja die Gasgeschäfte beispielsweise mit Russland. Ja, Geschäfte sind etwas, was natürlich die Welt zusammenhält, hat auch einen Vorteil, dass wenn man in Geschäften ist, ein guter Kontakt stattfindet. Aber die Geschäfte dürfen nicht gemacht werden, ohne darauf zu achten, dass die Verhältnisse in dem Land so sind, wie wir es mit unseren Ansprüchen auch formulieren. Menschenrechte müssen eingehalten werden und auch die Wirtschaftsunternehmen muss man auf den Prüfstand stellen. Wir haben die Diskussion um die Zwangsarbeit in politischen Gefängnissen der DDR in den letzten Wochen gehabt. Das hat nochmal gezeigt, dass es viele Unternehmen gab, die nicht gefragt haben, unter welchen Bedingungen werden eigentlich unsere Produkte, die das Land herstellt für uns, gefertigt. Werden dort Häftlinge eingesetzt, politische Häftlinge eingesetzt? Solche Fragen, die stehen und die muss man sich natürlich auch stellen, wenn man Kontakte zum Beispiel hat mit China. Wie, unter welchen Bedingungen werden dort Produkte hergestellt, die nach Deutschland exportiert werden? Und wer kann das garantieren? Umso wichtiger scheint es ja zu sein, die Aufmerksamkeit immer auch zu halten. Wie sehen Sie das momentan in Deutschland? Gibt es in Deutschland eine aufmerksame Bevölkerung? Wir haben das Beispiel der Wutbürger, so werden sie verkürzt genannt. Stuttgart 21 ist ein Stichwort, wo Bürger eingefordert haben, anders eingebunden zu werden in die politischen Prozesse. Also ist man da in Deutschland eigentlich weiter voraus als andere Staaten beispielsweise? Ich will das gar nicht so im Vergleich sehen. Ich denke, da ist mal der Schwerpunkt in einem Land stärker als im anderen. Wir kennen Frankreich, dort gibt es so viele Demonstrationen. Sowas kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Ich glaube, hier muss auch in jedem Land ganz konkret gesehen werden, wie kann man sich artikulieren, wie kann man sich einbringen in die gesellschaftlichen Debatten. Mich erfreut es, dass die Bürger Transparenz fordern. Mich erfreut es, dass die Bürger sich beteiligen. Ich spüre so einen Hauch noch aus den Zeiten der DDR, der friedlichen Revolution. Ich glaube, hier ist auch etwas mitgenommen worden aus Ostdeutschland, dieses ostdeutsche Bewusstsein der friedlichen Revolution, die Einforderung nach Transparenz, des staatlichen Handelns, der Bürgerbeteiligung. Das ist etwas, was wirklich eingeflossen ist aus der DDR, der friedlichen Revolution in die Bundesrepublik Deutschland. Reagiert die Politik aus Ihrer Sicht da richtig? Sie sind ja auch selber Journalist gewesen über viele Jahre, sind es eigentlich noch. Vielleicht werden Sie auch wieder als Journalist tätig sein. Wenn man so Bilder sieht wie in Frankfurt vor einigen Wochen, die Blockupy-Bewegung. In der Innenstadt von Frankfurt waren eigentlich nur die Medien und die Polizei. Die Demonstranten, zumindest an vielen Tagen, waren gar nicht erst bis dahin vorgedrungen. Igelt sich der Staat gegenüber diesen fordernden Bürgern auch ein? Ja, man muss es immer sehr konkret betrachten. Ich denke, das Recht auf Demonstrationsfreiheit ist ein ganz wichtiges Recht und man muss immer wieder dafür eintreten, dass dieses Recht auch gewahrt wird. Und der Staat ist manchmal sehr schnell mit Demonstrationsverboten und versucht dann, um hier auch nicht mit großen Polizeiaufgeboten aktiv sein zu müssen, das im Vorfeld einzuschränken. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Demonstrationsfreiheit geschützt wird, auch um den Preis der Kosten. Also
Demokratie hat ihren Preis. Man hat oft den Eindruck, dass der Wert der Freiheit hier nicht mehr so erkannt wird, wie er vielleicht gerade bei Bürgern noch vorhanden ist, die halt das Unrechtsregime in der DDR miterlebt haben. Sie waren so einer. Sie sind in Jena aufgewachsen. Sie sagen aber von sich selber, dass Sie auch eine ganze Zeit lang ja Mitläufer gewesen sind. Wie meinen Sie das? Ja, der Begriff Mitläufer würde ich nicht ganz so verwenden, aber was mir wichtig ist, dass man sich auseinandersetzt mit der eigenen Biografie. Ich bin in den Bahnen der DDR gelaufen, durchaus. Ich war bei den jungen Pionieren, ich war in der Freien Deutschen Jugend. Das heißt, Sie haben einen Schwur sogar geleistet auf das Regime damals? Als ja, Schwur ist zu viel gesagt, ja. Aber ich habe wie viele, viele Menschen in der DDR ja gelebt in diesen Bahnen, die einfach vorgegeben waren. Ja, und ich wollte auch dabei sein in der Jugendorganisation. Ich wollte nicht ausgegrenzt sein in meiner Schulklasse. Und in dem Sinne habe ich mitgemacht bei den FDJ-Nachmittagen. Ich bin auch im Blauhemd der Freien Deutschen Jugend am 1. Mai an der Ehrentribüne vorbeigelaufen, wo die Parteiführung stand. Und das ist eine Form von Angepasstsein, was viele Menschen in der DDR durchaus fast täglich durchgeführt haben und wo sie sich heute manchmal nicht daran erinnern wollen. Und mir ist es wichtig, dass man sich bekennt zu seiner Biografie, dass man sagt, ja, auch das habe ich gemacht und das hat durchaus das System mitgestützt. Hat man damals, haben Sie damals quasi, wenn Sie überlegt haben, was kann ich jetzt sagen, offen immer auch mitgedacht haben, was muss ich dann fürchten, welche Repressalien nicht nur gegen einen selber, sondern vielleicht gegen die Familie könnten dann kommen? Ja, das ist ja das System dieser DDR gewesen, dieser Diktatur gewesen. Das System der Angst, wenn ich nicht mitmache, was hat das für Nachteile? Und die Nachteile, die waren sehr konkret. Die waren sehr konkret, gerade was die berufliche Entwicklung betrifft. Wer sich nicht angepasst hat, der hat halt oft keine Chance gehabt zu studieren. Und wer an der Universität dann sich nicht angepasst hat, und ich habe das selber gespürt, dann, der ist halt rausgeflogen. Mhm. Und das Entscheidende ist aber gewesen, dass es nicht nur um die Angst, sagen wir mal, der eigenen Probleme, die man bekommen hat, gewesen ist, sondern dass es auch die Angst gewesen ist um die Familie, um die Eltern, die ja doch auch täglich das gespürt haben im Betrieb an der Universität. Der Vater, der bei Carl Zeiss war und wo man sicherlich auch fürchten musste, dass er seinen Arbeitsplatz verliert? Also ich habe ganz oft Auseinandersetzungen mit meinem Vater gehabt, der immer wieder deutlich gesagt hat, bitte halte Ruhe, bitte halte deinen Mund in der Schule, sag nicht, was du denkst. Ja, du weißt, ich habe mit meiner Hinterarbeit, ohne in der SED, der Staatspartei gewesen zu sein, mit meiner Hinterarbeit meine berufliche Entwicklung geschaffen. Und wenn du ja, die Kessel Lippe riskierst, werde ich die Nachteile haben und ich fliege dann raus aus dem Beruf. Und das gefährdet das Glück der ganzen Familie. Wie war das damals? Sie sind 1971, glaube ich, mal nach Berlin gefahren, nach Ost-Berlin, sind im Bildungsministerium vorstellig geworden, wollten mit Margot Honecker persönlich sprechen, weil sie durchsetzen wollten, dass lange Haare getragen werden dürfen in der Schule. Das war so eine kleine Revolution, die Sie da durchgeführt haben. Was ist dabei rausgekommen und was hat Ihr Vater gesagt? Ja, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass man wegen langer Haare aus dem Unterricht geschmissen wird. Und ich habe ja selber nicht mehr lange Haare gehabt. Ich war Fußballer und wir waren da kurze Haare praktischer. Aber ein Freund von mir, der trug die Haare etwas länger und der flog aus dem Unterricht. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Dagegen muss man sich wehren. Und dann bin ich in das Volksbildungsministerium zu Margot Honecker gefahren. Ein Referent wurde mir dann vorgesetzt und dort konnte ich meine Beschwerde vorbringen. Das war Anfang der 70er. Und das Ergebnis war, dass ab diesem Zeitpunkt wir lange Haare tragen durften. Und es war ein kleiner Erfolg. Und in dem Sinne hat das nicht mal meinen Vater beunruhigt, weil ich einen Weg gegangen bin der Beschwerde, der durchaus legitim war und der sogar Erfolg hatte. Später wurde es ernster. Am 18. Januar 1975 gab es eine Feier bei Freunden. Und Sie waren nur kurz da bei dieser Feier. Und als Sie weg waren, kam dann die Polizei.
die Staatssicherheit. Es hat ein Gerichtsverfahren gegen diese Freunde gegeben. Wie haben Sie das erlebt und war das der Auslöser für Sie, sich dann auch wirklich aktiv in der Bewegung, in der Widerstandsbewegung zu engagieren? Es ging ja Schritt für Schritt. Mit den langen Haaren fing es an. Es war auch die Musik, die wir nicht hören durften auf den Klassenabenden. Die Musik der Rolling Stones und Led Zeppelin, die Westmusik, das wollte man nicht dulden. Und so ging das dann Schritt für Schritt. Und so ein Erlebnis, dass bei einer Party, die ganz im privaten Zusammenhängen stattfand, dass da die Polizei kommt, das ist natürlich einschneidend. Und ich hatte Glück. Ich war gerade gegangen, als die Polizei dort einritt und zuschlug. Ganz brutal, massiv auf die Leute mit Knüppeln einschlug. Und ja, wir dachten alle, da muss man sich doch wehren. Und die Freunde, die besonders betroffen waren, die zusammengeschlagen worden sind, die haben dann sogenannte Eingaben geschrieben, wo sie sich beschwert haben. Aber das Ergebnis war, dass nicht die Polizei, die die Übergriffe durchgeführt hat, zur Verantwortung gezogen worden ist, sondern dass die, die die Eingaben geschrieben haben, ins Gefängnis gewandert sind. Es sollte nicht wahr sein, dass die Polizei ihre Jugend verprügelt. Es sollte nicht wahr sein, dass hier Menschen richtig misshandelt werden. Und deswegen mussten meine Freunde ins Gefängnis. War Ihnen damals schon sehr klar, dass nicht unbedingt irgendwelche Nachbarn, die sich über den Lärm aufgeregt haben, sondern vielleicht Spitzel, die Hinweise gegeben haben und möglicherweise Freunde verraten haben da? In diesem Zusammenhang haben wir nicht darüber nachgedacht. Mhm. Das war eine richtige Polizeiaktion. Und unsere Frage war, was ist das für ein Staat, der seine Jugend verprügelt? Was ist das für ein Staat, der so mit seiner Jugend umgeht? Kann man noch für diesen Staat sein? Diese Frage stand für uns und sie wurde mehr und mehr mit Nein beantwortet. 1976 gab es eine Protestversammlung an der Universität, war es glaube ich, gegen den Rauswurf von Wolf Biermann, gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann aus der DDR. Da waren Sie nicht ein, wie soll man sagen, einer, der sich zum Meinungsführer gemacht hat, aber Sie haben dann später in Ihrem Seminar an der Universität ganz klar gesagt, die Ausbürgerung war ein Fehler. Und dann haben Sie alle Repressalien des Regimes zu spüren bekommen. Ja, das war so ein typisches Beispiel, dass wenn man einfach nur Fragen stellt, wenn man einfach fragt, wieso wird so ein Liedermacher, der kritische Texte singt, einfach ausgebürgert. Was ist das für ein Staat, der sowas tut, Meinungsfreiheit nicht zulässt? Alleine wenn man diese Fragen stellt, gerät man ins Visier der Staatssicherheit. Ich habe im Nachhinein in meinen Stasi-Akten festgestellt, dass es ein Spitzel war. Es nämlich der Seminarleiter selber war, der die Informationen an die Stasi geliefert hat. Und danach begann ein Kesseltreiben gegen mich. Man wollte nicht dulden, dass solche Menschen wie ich weiter studieren an der Universität. Und hat dann ein Verfahren eingeleitet, wo man auch die Zustimmung der Seminargruppe bekommen wollte, dass ich rausgeschmissen werde aus der Universität. Also mit Studenten, Freunde, die dann quasi gesagt haben, ja, der soll gehen? Ja, das war für mich das Spannende dann, dass man richtig gesagt hat, ich soll die Universität verlassen, aber man möchte das noch sozusagen demokratisch legitimieren. Man hat meine Seminargruppe dazu eingeladen, dass sie über dieser Rausschmiss abstimmt. Und ich war noch am Vorabend in der Kneipe mit meinen Freunden und sie klopften mir auf die Schulter und sagten, Roland, mach dir keine Sorgen, wir stehen zu dir. Und Roland, das wird schon. Und am nächsten Tag, keine 20 Stunden später, kam es dann zur Abstimmung und die Abstimmung war für mich was ganz Bedeutendes. Es war ja die Frage für meine berufliche Entwicklung. Und dann kam es zur ganz konkreten Abstimmung. Offen wurde die Abstimmung per Handzeichen gemacht. 13-1 gegen mich. Haben Sie das verstanden, warum die Freunde sich so gegen Sie gewendet haben? Das war natürlich erstmal ein Schock. Aber danach kamen sie einzeln zu mir. Der eine sagte, Roland, du musst verstehen, meine Frau hat gerade das zweite Kind gekriegt, ich muss dieses Studium abschließen. Und ein anderer sagte, Roland, du weißt, mein Vater ist in herausgehobener Stellung. Wenn ich jetzt hier zu dir gestanden hätte, dann würde der Schwierigkeiten bekommen.
Also gerade da, wo es ernst wurde, haben sie nicht zu mir gestanden, aus diesen Gründen. Und ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden, weil ich ja jahrelang selbst erlebt habe, dass mein Vater Druck auf mich gemacht hat und ja, eingefordert hat, dass ich nicht auffalle, eingefordert hat, dass ich Rücksicht auf ihn nehme. Und meine Freunde haben Rücksicht auf ihre Verwandten, auf ihre Familie genommen. Das haben Sie ja offenbar auch noch dann danach eine Weile gemacht, zumindest ein gutes Stück Rücksicht genommen. Aber dann 1981, der Tod Ihres Freundes Matthias Domaschk hat alles verändert. Ja, ich habe hauptsächlich Rücksicht genommen, weil mein Vater natürlich in einer herausgehobenen Stellung bei Caritas Jena war. Und es war ein täglicher Abwägungsprozess. Sagst du deine Meinung offen oder nicht? Das heißt, selbst ich, der schon eine kritische Position zum Staat hatte, habe mich noch angepasst, weil ich Angst hatte um meine Familie. Und die berufliche Stellung meines Vaters zu gefährden, der ja wirklich eine Spitzenposition hatte bei Zeiss Jena. Er hat die Weltraumkamera mitentwickelt, die der erste DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn mit ins All genommen hat. Das war natürlich etwas ganz Bedeutendes. Und diesen Druck zu erleben, dass ich seine Stellung gefährde, das habe ich nicht geschafft. Und deswegen habe ich oft auch meine Meinung noch zurückgehalten und habe mich überall dort, wo ich eine andere Meinung hatte, das öffentlich begründet. Und so ging das so lange eigentlich, bis mein Vater Invalidenrentner wurde. Und ich dachte, jetzt kannst du offensiver sein. Aber auch das war eine falsche Einschätzung, weil ich hatte nicht dran gedacht, dass mein Vater ja noch eine andere Funktion hatte in Jena. Mein Vater hatte Fußballtrainer war. Ja, mein Vater hat sich den Traum erfüllt vom Fußball, weil er ja ihn selbst nicht erfüllen konnte für sich als Spieler. Mein Vater hatte im Krieg ein Bein verloren und deswegen hat er so als Ersatz die Funktion des Jugendleiters übernommen. Er hat die Jugendabteilung des Fußballclub Caritas Jena aufgebaut. Er hat Talente besorgt für den Fußballclub. Überall, wenn er unterwegs war in Thüringen, hat man gewusst, da ist der Späher des Fußballclub Caritas Jena. Und diese Talente sind oft zu Nationalspielern geworden. Er hat damit sein Lebenswerk geschaffen mit diesem Fußballclub. Er wurde zum Ehrenmitglied Nummer 1 in diesem Fußballclub. Seine Leidenschaft, die Sie dann aufs Spiel gesetzt hätten. Auch, genau das. Und dass er dann, als ich zum Staatsfeind erklärt wurde, aus diesem Fußballclub geschmissen wurde, hat den Beweis erbracht, dass er recht hatte, dass alles, was ich tue, Folgen für ihn hat. Und das hat mich besonders erschrocken und mich bestätigt, dass man in der DDR nicht genau wusste, wenn man handelt, welche Auswirkungen hat es auch für die Familie. Sie haben dann, und wir müssen das noch erklären, weil ich Matthias Domaschk erwähnt habe, er ist 1981 in Haft gekommen. Er war 48 Stunden dort und wurde, so jedenfalls die offizielle Version, erhängt in der Zelle gefunden. Der Tod Ihres Freundes, was hat er für Sie bedeutet? Weil Sie haben nicht unmittelbar danach dann protestiert, sondern es hat dann fast ein Jahr gedauert, bis Sie dann auch öffentlich damit geworden sind. Der Tod eines Freundes war natürlich ein Schock, weil es war einer wie wir, ein Träumer, der ein Leben in Gerechtigkeit wollte. Wir zogen gemeinsam durch Jena und sangen Lieder, wir sind geboren, um frei zu sein. Das war unser jugendliches Gefühl, auch mit der Sehnsucht nach einer gerechten Gesellschaft. Und dass so einer auf der Strecke bleibt, dass er festgenommen wird und nicht lebend wiederkommt aus der Stadtsicherheitshaft, das hat uns erstmal gelähmt. Wir wussten, es geht nicht mehr um irgendwelche Diskussionen mit dem Staatsapparat, sondern es ging um Leben und Tod und ganz nah an uns allen dran. Und das war eine Zeit,
wo viele dann auch für sich gesagt haben, ich will nicht mehr in diesem Land leben, ich gehe weg. Ich gehe weg in den Westen, ich stelle einen Ausreiseantrag. Es war eine Zeit der Entscheidung. Und bei mir hat es auch länger gedauert, bis ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich will bleiben, aber ich möchte noch deutlicher sagen, dass dieser Staat nicht mein Staat ist und dass dieser Staat sich verändern muss, für die Menschen verändern muss. Sie haben das sehr kreativ gemacht. Ich habe das eingangs mal erwähnt, kreativer Widerstand mit Humor, kann man schon sagen. Sie haben beispielsweise sich bei einer 1. Mai-Demonstration mit einem leeren Plakat hingestellt, dann ein Jahr später bei einer Demonstration sich verkleidet. Sie hatten ein kariertes Jackett an und hatten zwei Bärte, einen Stalinbart auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen Hitlerbart. Sie haben das Regime herausgefordert, regelrecht damit. Ja, es war ja immer auch das Wissen um die Strafgesetze der DDR, die ja fast alles möglich gemacht haben. Und ich habe das als Herausforderung gesehen, ja, mich so durchzuschlingeln, diese Strafgesetze nicht zu verletzen und ja, etwas zu machen, wo dann die Frage war, was sollen Sie dagegen haben? Und am 1. Mai, statt der vielen Parteilosungen, die da getragen werden, mit einem weißen Plakat, das war natürlich eine deutliche Aussage dahin, dass die Meinungsfreiheit unterdrückt wird. Aber auf der anderen Seite, ja, was will man mir unterstellen, mit einem weißen Schild rumzulaufen? Und in dem Sinne hat das auch funktioniert. Meine Kommilitonen, die mitmarschiert sind im Block der Universität, die für den Staat demonstriert haben, haben das schon wahrgenommen, dass ich am Rande der Demonstration stand mit diesem weißen Plakat. Das wurde aufmerksam verfolgt und es gab keine Konsequenzen. Und auch die Parodie mit Stalin-Hitler-Bärten war etwas, wo ich mir gesagt habe, ich kann aussehen, wie ich will. Was will man mir unterstellen? Und es war ein deutliches Zeichen natürlich, auch in Richtung derer, die vorbeigelaufen sind an der Ehrentribüne und der Parteiführung zugejubelt haben. Ein deutliches Zeichen, überlegt euch, wem ihr zujubelt. Ihr jubelt ja einer Diktatur zu. So wie damals unter Hitler, unter Stalin und dann wieder unter Honecker. Es hat Ihnen nichts genützt, sondern im Gegenteil, das Erwartbare ist geschehen. Sie sind in Haft gekommen. Sie wurden verhört immer und immer wieder. Sie haben aber nichts gesagt in diesen Verhören oder fast nichts. War das eine Taktik, um damit fertig zu werden? Ja, erstmal hat sich gezeigt, dass ich doch verhaftet wurde und dass mir deutlich wurde, ja, es geht gar nicht darum, dass eine Straftat vorliegt, sondern ob das maßvoll ist. Es geht nicht um Strafgesetze, sondern wenn der Staat sagt, der muss jetzt aus dem Verkehr gezogen werden, dann tut er es. Und damit wusste ich, es gibt nur ein Ziel, die wollen dich fertig machen. Und die einzige Chance ist es, ja, sich zu verweigern. Denn alles, was sie an Aussagen bekommen, werden sie gegen dich verwenden. Man hat einen Anlass genommen, eine kleine polnische Fahne am Fahrrad, auf der ich eine Solidaritätserklärung mit dem polnischen Volk geschrieben hatte. Das war auf Polnisch, nämlich solidarisch z Polską Narodiem und etwas doppeldeutig, aber im Endeffekt keine Missachtung der staatlichen Symbole, wie es im Strafrecht heißt. Und trotzdem hat man mich verknackt. Und das ist das Entscheidende, dass sie einfach einen Anlass suchen, einen Vorwand suchen, um dann einen Prozess zu machen, um ja, zu ihrem Ergebnis zu kommen. Entweder dann Freikauf in den Westen oder so lange zum Mürben, bis ich dann beigebe. Hatten Sie das Gefühl, dass der Staat zu diesem Zeitpunkt noch zu Mitteln wie Gewalt, also Misshandlungen im Gefängnis, möglicherweise auch Mord, so weit gehen würde oder war diese Zeit vorbei? Hat man das anders mit subtileren Methoden gemacht? Also erstmal habe ich natürlich gespürt, dass sie alle psychologischen Tricks, die sie da haben in ihrer Kiste, rausgeholt haben, um mich fertig zu machen. Man hat mich isoliert, wochenlang. Und als ich gesagt habe, ich will nicht alleine in der Zelle sitzen, hat man mir einen starken Raucher eingeschickt. Man hat keine Briefe meiner Lebenspartnerin zu mir durchgelassen. Man hat keinen Besuch zu mir durchgelassen. All solche Dinge, um mich zu zermürben, hat man angewandt. Und das ist schon etwas, was auch seine Wirkung hat.
auch seine Wirkung hat, wo ich auch oft an einem Punkt war, wo ich nicht mehr weiter wusste und wo ich mich schon gefragt habe, ist der Preis nicht zu hoch, den du hier zahlst? Wissen Sie, wenn man die Fotos seiner dreijährigen Tochter dann in die Zelle bekommt, wenn der Vernehmer dann sagt, ob sie die zur Schuleinführung sehen können, da habe ich meine Zweifel, dann rollen die Tränen. Und wenn man dann noch das Grinsen der Stasi-Leute sieht, dann ja, überlegt man schon, ob es nicht vielleicht wichtiger wäre, bei seiner Familie zu sein, bei seiner Tochter zu sein, für die da zu sein. Und in so einem Moment ist man klein und schwach. Da ist man nicht der Held. Da ist man kurz vor dem Ende. Danach sind Sie aus der DDR rausgeflogen, kann man sagen. Man hat Sie in einen Schlafwaggon gesperrt, regelrecht eingesperrt. In Ludwigsstadt in Bayern wurde das Abteil dann wieder aufgeschlossen von westdeutschen Zöllnern. Sie hatten einen Zettel dann dabei, beziehungsweise wurde der denen gegeben. Da stand drauf, Visum zur einmaligen Ausreise. Der Staat war mit Ihnen fertig, aber Sie noch nicht mit dem Staat. Sie haben in den Jahren danach sehr engagiert als Journalist ja auch Aufklärung betrieben. Was passiert da? Sie haben auch als Journalist natürlich durch die Berichterstattung den Widerstand unterstützt. Aber Sie haben auch gesagt, auch heute noch sagen Sie, die Stasi war nicht allein schuld. Wer war noch alles schuld an dem, was da an Unrecht war in der DDR? Also ich denke, jeder muss sich hinterfragen, wo hat er das System gestützt? So wie ich mich hinterfrage, wo habe ich als junger Mensch, indem ich zum Beispiel auch zum Grundwehrdienst gegangen bin, den abgeleistet habe, bei der Bereitschaftspolizei sogar, wo habe ich durch solches Anpassen auch dieses System gestützt? Dieses Hinterfragen sollte jeder tun. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mit sowas durchaus auch Bausteine für die Gefängnismauer politischer Gefangener geliefert habe. Einzelne Bausteine. Und das ist das Wichtige, dass sich jeder hinterfragt in seinem Handeln, besonders in der Diktatur, aber auch in der Demokratie. Welche Auswirkungen hat dieses Handeln? Welche Folgen hat das, was ich gerade tue? Und so habe ich das natürlich auch mich gefragt, als ich im Gefängnis saß. Ja, was denkt der Wärter? Was ist mit den Menschen, die dort die Menschenrechte missachten und mich wegen ein Stück Meinungsfreiheit da hinter Gitter halten? Ja, wie gehen die zu Hause damit um? Wie reden die mit ihren Frauen darüber, was sie machen? Und hinterfragen denn die Frauen mal ihren Mann, warum ein Mensch wie ich eingestellt bin? Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dieses gegenseitig Hinterfragen, gerade in der Diktatur. Und wenn ich dann das beziehe auch auf meine Ausbürgerung, dann habe ich da gesehen, da waren ganz viele damit beteiligt. Ich wurde ja entlassen aus den Gefängnissen, weil es Proteste in Ost und West gab. Man hat mich wieder freigelassen, aber dann hat man entschieden, einsperren können wir ihn nicht gleich, jetzt sperren wir ihn aus. Und wer da alles beteiligt war, da war der Stadtrat für Wohnungswesen, der mich unter Vorwand auf ein Amt bestellt hat, dass ich in dieses Amt komme und ihm zur Verfügung stehe. Da war die Abteilung Inneres, wo Mitarbeiter mitgewirkt haben, die dann mir eröffnet haben, dass ich mit sofortigem Zeitpunkt ausreisen soll. Da waren die Volkspolizisten, die mich in ein Auto gesperrt haben, die mir Knebelketten angelegt haben, mich unter Bewachung gehalten haben. Und da waren die Leute von der Stadtsicherheit, die alle aktiv waren, diese ganze Operation abzuschirmen. Ich habe in den Akten gefunden, über 100 Leute waren im Einsatz, um diese Abschiebeaktion durchzuführen. Und dann waren natürlich auch noch diejenigen, die mich ganz konkret auf dem Bahnsteig geführt haben. Mitarbeiter der Transportpolizei, die mich an der Knebelkette hatten. Und als ich den Mann, der mich da an der Knebelkette hatte, gefragt habe, was er denn dazu sagt oder sagen würde, wenn das, was hier mit mir gemacht wird, seinem Sohn passieren würde, wenn man seinen Sohn einfach aus der Familie rausreißt und wegbringt aus der Heimat, da hat er mir nicht in die Augen schauen können, sondern hat er die Knebelkette so festgedrückt, dass ich nur noch schreien konnte. Auf all dieses wollten Sie, als Sie Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen wurden,
in den folgenden Jahren hinweisen, aufmerksam machen, die Räderchen im Alltag der Diktatur, so haben Sie es, glaube ich, mal genannt, aufdecken. Sie sind aber dann ins Amt gekommen mit einem Paukenschlag, über den müssen und wollen wir auch reden. Sie haben gesagt, da sind noch ehemalige Stasi-Mitarbeiter in der Behörde. Die müssen nicht entlassen werden, aber die haben hier in dieser Behörde eigentlich nichts zu suchen. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer. Haben Sie damit selber, wenn Sie zurückblicken, einen Fehler gemacht, das so zu formulieren, weil es vielleicht dann diese Diskussion in den Vordergrund gedrängt hat, als das, was Sie eigentlich als Anspruch hatten? Wichtig ist, dass man sich immer hinterfragt, auch ob das ein Fehler war oder nicht. Aber erstmal das eine hält von der anderen Arbeit nicht ab. Natürlich bin ich jetzt gut dabei, genau darauf aufmerksam zu machen, auf diese Frage der individuellen Verantwortung in der Gesellschaft. Auf das, was ich eingangs angesprochen hatte. Welchen Teil trägt man dazu bei, dass ein System stabilisiert wird? Aber das eine hat auch mit dem anderen zu tun. Ja, gerade die Frage, ob ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit in der Behörde arbeiten, die für die Aufarbeitung der Tätigkeit der Staatssicherheit extra geschaffen worden ist. Gerade diese Frage, ja, befördert ja eine Diskussion darüber, welche individuelle Verantwortung man in der Diktatur hatte. Und dann kann man halt nicht sagen, man ist nur zufällig zur Staatssicherheit gekommen, sondern es war eine berufliche Entscheidung, die man getroffen hat fürs ganze Leben. Es war ein Eid, den man geschworen hat, dass man in einer Organisation arbeitet, die dazu da ist, Menschenrechte ja, zu unterdrücken. Und spätestens jeden Monat auf dem Gehaltszettel hat man es gesehen, dass man das Dreifache verdient hat von dem, was andere verdient haben. Sie haben das ja vorhin auf ganz das Individuelle runtergebrochen. Was hat jeder Einzelne beigetragen? Was ist denn mit diesen Leuten? Es ging um knapp 50 Mitarbeiter der Behörde, ein Teil davon Wachsoldaten, ehemalige, die gar nicht als das Problem angesehen werden, eine ganze Reihe von Sicherheitsleuten der Stasi von früher, darunter aber auch dann zusätzlich noch einige, die schon zu Mielkes Zeiten in der Stasi Akten gewälzt haben, sagen wir es mal so salopp. Gilt da nicht auch, dass der Einzelne, wenn er Reue zeigt, vielleicht auch im Gespräch mit Ihnen, Sie haben ja mit einigen geredet, dass das nicht ausreicht am Ende? Man muss da unterscheiden, welche Chance soll jemand haben, der der Diktatur gedient hat, in die Gesellschaft integriert zu werden? Das ist das eine. Und das andere ist das Symbol, was diese Behörde darstellt. Die Behörde ist extra geschaffen worden, auch als Symbol, Aufarbeitung zu gewährleisten. Die Menschen, die gelitten haben unter der Stasi, sollen Akteneinsicht bekommen bei uns in der Behörde. Und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass in dieser Behörde niemand arbeitet, der früher für die Staatssicherheit tätig war. Und es ist selbstverständlich deswegen, weil ich die Empfindung der Opfer ernst nehme. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Herr Jahn, bitte helfen Sie uns. Wir finden es eine Zumutung, wenn wir zu Ihnen in die Behörde kommen, dass wir schon am Empfang von einem ehemaligen Offizier der Staatssicherheit nach dem Ausweis gefragt werden. Das sehen wir als Zumutung und das hilft uns nicht, unsere Leiden zu überwinden. Gab es denn nicht? Wenn ich dieses höre, dann nehme ich das ernst. Dann nehme ich diese Empfindung ernst. Und deswegen ist es wichtig, einen Weg zu finden, gerade weil es darum geht, in der Gesellschaft einen Dialog zu organisieren darüber, was geschehen ist. Gerade deswegen ist es wichtig, hier eine Möglichkeit zu schaffen, dass man den Konflikt entschärft, dass man das Problem löst. Gab es denn keine Gespräche, dass also Einzelne von diesen, die versetzt werden sollen, Ihnen gegenüber glaubhaft machen konnten, dass Sie das bereuen, dass Sie das eingesehen haben, dass Sie Ihr Leben auch geändert haben? Das haben Sie ja, wenn Sie seit 20 Jahren in einer Freiheit leben, die Sie damals selber verhindert haben, ja, als kleines Rädchen in irgendeiner Form. Und vielleicht darin die Chance zu sehen, Opfer und in Anführungszeichen Mitläufer oder Täter miteinander zusammenzubringen? Es geht nicht um mich dabei. Es geht um die Menschen, die zu uns in die Behörde kommen. Die Opfer der Staatssicherheit. Und die fordern eine glaubhafte Reue ein. Aber wissen Sie, was die zu mir sagen? Glauben können wir denen, wenn sie
erkennen, was unsere Empfindungen sind. Glauben können wir denen, wenn sie auf uns Rücksicht nehmen. Und glauben können wir denen, wenn sie einfach sich in einer anderen Behörde einbringen in diese Gesellschaft. Wir haben Schmerzen. Wir haben richtig körperlich Schmerzen, wenn wir erleben, dass ehemalige Stasi-Offiziere in der Behörde arbeiten, die dazu da ist, uns zu helfen, dazu da ist, Aufarbeitung zu gewährleisten. Wie weit sind Sie mit dem Versuch, die zu versetzen? Wir sind auf einem guten Weg. Ich denke, dass das auch ein Weg ist, der Respekt zeigt gegenüber diesen Menschen, die die letzten Jahre hier in dieser Behörde gearbeitet haben, aber der auch den Opfern gerecht wird. Und deswegen ist der Weg, diese Menschen in andere Bundesbehörden zu versetzen, ein Weg, der angemessen ist. Und ja, entscheidend ist, dass wir gute Stellen zur Verfügung haben. Mit gut meine ich, dass das Stellen sind, die gleichwertig sind, die zumutbar sind, auch so aus sozialen Gründen. Und dass wir hier eine Situation schaffen, die allen gerecht wird. Es haben damals ja einige vor einem Jahr Ihnen vorgeworfen, den Rechtsstaat selber in Frage zu stellen. Dadurch Richard Schröder, der im Beirat ja der Behörde sitzt, hat das sehr klar formuliert im Spiegel. Hat Sie das verletzt? Hatten Sie das Gefühl, das hat politische Gründe, weil vielleicht die SPD auch auf Stimmen der Linken hoffte? Auch das war der Vorwurf, der mal gemacht wurde. Das ist keine parteipolitische Frage. Wichtig ist mir, dass der Rechtsstaat hochgehalten wird. Alles, was da getan wird, muss rechtsstaatlich einwandfrei sein, weil es gerade darum geht, dass denen, die früher den Rechtsstaat mit Füßen getreten haben, als Mitarbeiter der Stadtsicherheit, dass denen der Rechtsstaat gewährt wird. Das macht es ja aus. Und deswegen gehen wir einen Weg, der arbeitsrechtlich einwandfrei ist und der für Gerechtigkeit sorgt. Das Entscheidende ist doch, ich kann auch verstehen, dass, ja, wenn ich die Leute treffe bei mir in der Behörde, dass es schwierig ist nach so vielen Jahren, dass man sagt, okay, die sollen jetzt woanders arbeiten. Und wenn ich da den Leuten begegne, dann denke ich mir manchmal, was machst du da eigentlich? Muss das denn jetzt sein? Mhm. Aber wenn ich dann am Abend zu den Opferverbänden sehe und die mir ihre Lebensgeschichte erzählen, wenn sie mir erzählen, dass sie bis heute nicht auf die Füße gekommen sind, dass sie immer noch körperliche Leiden haben und dass sie Hilfe brauchen, dass sie sich wünschen, dass wir hier eine Lösung kriegen, dass diese Stasi, ehemaligen Stasi-Leute bei uns nicht mehr arbeiten, dann sage ich, ja, es ist ein guter Weg, hier mit diesen Versetzungen allen Leuten gerecht zu werden. Jetzt haben wir 2-5 Minuten etwa über dieses Thema geredet. Warum? Weil es hat ja im Blätterwald gerauscht. Es gab eine große politische Diskussion darum. Das Gesetz wurde ja dann auch geändert. Mit vielen anderen Aspekten, die vielleicht ja viel wichtiger sind als diese Diskussion. Deswegen die Frage, muss man sich nicht viel intensiver noch mal mit der Grundsatzfrage beschäftigen? Was kann die Behörde noch alles leisten? Gibt es auch Defizite? Wenn wir als Journalisten, Sie als ehemaliger Journalist miteinander reden, haben wir ja immer auch im Kopf, dass die Gesetzeslage in Deutschland es verbietet, manche Dinge offen auszusprechen, weil möglicherweise Medien, weil Öffentlichkeit mit Verfahren rechnen muss, wenn Dinge, die aus den Unterlagen hervorgehen, klar ausgesprochen werden. Wenn wir jetzt über Personen reden würden, müssten wir das Interview wahrscheinlich stoppen oder dürften bestimmte Teile nicht ausstrahlen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Defizit? Erstmal bestimmt die Gesellschaft, was wichtig ist. Wenn die Menschen darüber reden wollen und sie bewegt, dann ist es gut, dass wir darüber reden. Und das hat die Debatte um diese ehemaligen Stasi-Offiziere gezeigt. Es ist Teil der Aufarbeitung. Ja, es ist eine Diskussion. Von mir aus hätte man nicht drüber reden müssen, sondern einfach handeln. Aber wenn da Gesprächsbedarf da ist, dann muss man das tun. Und so muss man auch über andere Dinge reden, die auch durchaus an Punkte kommen, wo es auch dann juristische Streitigkeiten gibt. Mein Ansatz heißt Aufklärung, mein Ansatz heißt Transparenz herstellen über das staatliche Handeln. Und das so weit wie möglich in einem rechtsstaatlich geregelten Verfahren. Und das ist ja der Erfolg der letzten 20 Jahre, dass wir es geschafft haben, mit dieser Stasi-Unterlagenbehörde und der Umgang mit den Akten etwas zu praktizieren, was genau das sicherstellt. Wir stellen Transparenz her des Handelns einer Geheimpolizei, einschließlich der inoffiziellen Mitarbeiter, und leisten Datenschutz dort, wenn es darum geht, ja, dort, wo menschenrechtswidrig Informationen gesammelt worden sind, diese Informationen zu schützen über den einzelnen Betroffenen. Hat sich der Fokus
auch durch die Skandale, die dann hochgekommen sind in den letzten Jahren, zu sehr fokussiert auf die Stasi? Hat man zu wenig auch auf Partei, auf den gesamten Apparat geschaut, der ja letztlich wesentliche Mitverantwortung trug? Letztlich haben Politiker ja auch befohlen, was die Stasi dann gemacht hat. Ich denke, man darf das auch nicht gegeneinander ausspielen. Als erstes ist mal so, dass natürlich die Mediengesellschaft interessiert ist an dem Geheimen, an dem, was unbekannt ist. Deswegen die Geheimpolizei durchaus mit dem Blick. Und auch das Thema Verrat ist eines, was schon seit Urzeiten Menschen beschäftigt. Es ist ganz nah dran an den Menschen. Und deswegen kann man das auch nicht wegdrängen. Es wird immer wieder hochkommen. Und warum soll man daraus auch ausweichen? Wichtig ist, dass wir es sensibel machen, dass wir, ja, ganz genau hinschauen, dass wir uns wirklich auch mit den Menschen beschäftigen und die Akten dabei ein Teil sind. Dazu kommt natürlich, dass nie vergessen werden darf, dass die Staatssicherheit ein Instrument war, um die Diktatur aufrechtzuerhalten, ein Instrument der SED, der Staatspartei war, diese Diktatur am Funktionieren zu halten. Es war ein Apparat, der ganz klar im Auftrag funktioniert hat. Und das gilt es zu beleuchten. Wie waren die Zusammenhänge? Wie waren die Abläufe? Und welche Rolle hat der einzelne Mensch, der individuell Handelnde, auch dabei gespielt? Jetzt stelle ich mal eine typisch deutsche Frage. Wir tendieren dazu, ja, Dinge oft auch sehr skeptisch zu sehen. Oder das Glas ist halb voll, sage ich mal, im Vergleich zu ist halb leer statt im Vergleich zu einem halb vollen Glas. Also eher pessimistisch als optimistisch zu schauen. Die Stasi-Unterlagenbehörde wird von allen als Erfolg gefeiert. Trotzdem sagt ein guter Bekannter, vielleicht Freund von Ihnen, Hubertus Knabe von der Gedenkstätte Hohenschönhausen, dass eigentlich Deutschland, obwohl es Vorreiter war in der Aufklärung, eigentlich mittlerweile ein ganzes Stück zurückgefallen ist gegenüber anderen Staaten. Staaten wie Tschechien, Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ungarn, Polen, die im Bereich der Aufklärung manches anders und aus seiner Sicht besser machen als wir. Ich nenne mal nur ein paar Beispiele. Man kann viel schneller in manchen dieser Staaten einsehen in die Unterlagen. Also 30 bis 60 Tage und nicht eine Wartezeit von 1 bis 2 Jahren. Man kann kostenfrei alles einsehen. Man hat teilweise digitalen Zugang zu diesen Akten. Und, was natürlich ein Riesenunterschied ist, viele Namen sind nicht geschwärzt. Man kann Einblick nehmen und Namen von dritten Personen auch sehen in diesen Staaten. Natürlich mit der Auflage der Geheimhaltung und des Datenschutzes. Sind andere uns da mittlerweile voraus? Also das ist ein abendfüllendes Programm, was wir ja abhandeln müssten. Ich kann diese Auffassung überhaupt nicht teilen. Ich denke, Deutschland ist hier wirklich Vorreiter, weil wir es geschafft haben, sehr gründlich das Ganze zu machen. Sowohl was die Aufarbeitung der Akten betrifft oder der Stasi-Unterlagen insgesamt. Es gehören ja auch Videoaufnahmen und Audioaufnahmen dazu zum Beispiel. Diese Archivierung wird sehr gründlich gemacht. Die ist ein umfassendes, hat eine umfassende Aufgabenstellung, weil wir ja auch die Erschließung so machen müssen, dass die Findmittel so qualifiziert sind, dass man die Dinge gut findet. Wir haben hier ja mehrere hundert Archivare im Einsatz. Also das ist ja Unmenge Personal, was wir auch hier einsetzen. Hochqualifizierte Archivare sortieren diese Akten ein und machen sie zugänglich. Wir haben ganz viele Menschen im Einsatz, die gerade einen sachgerechten Umgang bei der Herausgabe der Akten herstellen. Wir stellen einen Datenschutz sicher, der in anderen Ländern nicht sichergestellt ist. Weil es geht ja um die Menschen, um die Betroffenen. Man kann Akten nicht so einfach rausgeben. Wir haben hier das Stasi-Unterlagengesetz, was das gut regelt, was dafür sorgt, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Und wir haben auch viele Mitarbeiter, die gerade im Bereich Forschung aktiv sind, die Grundlagenforschung machen, was das Wirken der Staatssicherheit betrifft. Der Vorwurf von Hubertus Knabe ist natürlich nicht in dem Sinne, dass die anderen Länder lustig alle Akten ausbreiten und verteilen an jeden, der Interesse hat, sondern das ist an ganz strikte gesetzliche Rahmenbedingungen schon geknüpft. Und da sagt er, da ist Deutschland nicht mehr Vorreiter. Das muss man ganz konkret diskutieren. Ich kann nur sagen, ich sehe das Verfahren, wie wir es haben, als eine Vorreiterrolle, weil wir genau diesen Spagat hinbekommen zwischen Transparenz des staatlichen Handelns auf der einen Seite und Datenschutz auf der anderen Seite. Ich finde das nicht gut, was die Tschechen machen, wo sie einfach Dinge ins Internet stellen, wo die Betroffenen überhaupt nicht geschützt werden.
Mir ist es wichtig, dass dieser Datenschutz da ist. Und ich möchte als Bürger, der überwacht worden ist von der Stadtsicherheit, selber entscheiden können, was ich mit meiner Akte mache, mit den Daten, die über mich gesammelt worden sind. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. In anderen Ländern ist die Behörde gleichzeitig auch zuständig für die Rehabilitierung der Opfer. Da gibt es dann tatsächlich in einigen Ländern die Möglichkeit, dass man dieses Zertifikat bekommt. Hier bekommt man das per Post zugeschickt. In diesen Ländern wird es überreicht. Es hat auch Folgen. Das heißt, man hat Anspruch auf bestimmte Rente und andere Dinge. Ist das auch in manch anderem Land etwas besser geregelt als hier? Ich denke, die Trennung zwischen der Stasi-Unterlagenbehörde, die Akten, die Dokumente zur Verfügung stellt, und den Rehabilitierungsbehörden ist gut. Weil das hat auch Gefahren, diese Vermengung. So stellen wir die Akten zur Verfügung und die Bewertung erfolgt dann durch andere Behörden. Dadurch ist auch eine Unabhängigkeit gewährleistet. Ich würde mir wünschen, dass ja bei den Rehabilitierungen vielleicht auch dieser symbolträchtige Charakter noch deutlicher herausgestellt wird. Wenn Menschen rehabilitiert werden für das, was sie erlitten haben, wenn die Dokumente vorhanden sind, dass sie aus dem Beruf aus politischen Gründen beseitigt worden sind, wenn die Dokumente dann auch vorhanden sind, dass sie im Gefängnis gesessen haben, dann kann nach Abschluss des Verfahrens durchaus auch eine bessere Würdigung stattfinden, als einfach einen Bescheid hinzuschicken, sondern zum Beispiel, dass Politiker und Ministerpräsidenten der Länder ja, die Menschen zusammenholen und in einem feierlichen Akt symbolisch deutlich machen, ihr Eintritt für Menschenrechte hat uns geholfen, dass wir jetzt im vereinten Deutschland leben können. Sie hatten vorhin das mit der Vielfalt oder der Flut der Daten oder der Verfügbarkeit von Informationen, über die jeder selber auch bestimmen sollte, genannt. Es hat sich viel verändert seit damals. Mittlerweile benutzt jeder Social Media, stellt alles Mögliche an Informationen ins Internet. Wäre das zum Nutzen der Stasi gewesen, wenn es das System noch heute gäbe, oder hätte es deren Untergang befördert? Also die DDR und die Stasi hätte natürlich versucht, diese Technik für sich zu nutzen. Erstmal hätten sie große Schwierigkeiten gehabt, da wirtschaftlich das Ganze leisten zu können. Das hat man an diesen ganzen Debatten um diese Mikrochips dann auch gesehen, mit welchem Aufwand die DDR das betrieben hat und am Ende eigentlich auch daran kaputt gegangen ist, an dieser wirtschaftlichen Schwäche. Aber das Entscheidende ist, dass ich glaube, dass am Ende die technische Entwicklung auch die Demokratie befördert hätte. Die technische Entwicklung hätte es der Diktatur nicht mehr so einfach möglich gemacht, mit dem System der Angst die Menschen zu unterdrücken. Gerade die Freiheit und Information, das sich gegenseitig Mut machen, ist auch etwas, was so eine Entwicklung befördert. Wir haben es ja jetzt gerade im arabischen Raum gesehen und haben gesehen, wie die moderne Technik das Ganze beflügelt hat. Und ich glaube auch in der DDR wäre damit auch das Ende beschleunigt worden, wenn es nicht sowieso schon gekommen wäre. Wir brauchen ja Bilder aus Syrien, aus dem Iran, um unabhängiger zu berichten. Es ist immer schwer herauszufinden, sind die wirklich authentisch. Haben Sie da eine Sorge, dass wegen dieser Vervielfältigung der Informationswege, naja, Gerüchte eher verbreitet werden und weniger Fakten, dass oft nicht nachvollziehbar ist, ob manipuliert wurde oder nicht? Ist das eine Gefahr? Eine Gefahr ist dabei immer, aber das ist die Verantwortung der Medien in Deutschland, dass man genau nachprüft, woher die Quellen kommen. Wichtig ist, dass nicht die schnelle Information das Entscheidende ist, sondern die sorgsam geprüfte Information dann die Qualität ausmacht. Und ich glaube, hier sind die Medien alle herausgefordert, sich der Herausforderung zu stellen auch und ja, genau zu prüfen, woher kommt das? Sie waren ja Teil der Medien, sind es vielleicht irgendwann auch mal wieder als Journalist. Wie sehen Sie uns als Medien denn? Man hat den Eindruck, so ein bisschen, es ist eine Prangerkultur geradezu im Gange, dass schnell scharfe Urteile über jeden gefällt werden, Skandale treiben Politik auch voran. Wir haben eine große Diskussion um Christian Wulff, den Bundespräsidenten, gehabt. Auch um Äußerungen von Horst Köhler vor einiger Zeit. Das hat mit zu seinem Rücktritt damals beigetragen. Haben wir eine Erregungskultur und konzentrieren wir uns zu sehr auf die schnellen Urteile über alles? Ich denke, dass wir das nicht haben. Ich denke, dass wir
eine freie Presse haben, die gut funktioniert. Es gibt leichte Ansätze dazu und da muss man gegenseitig aufpassen, dass man nicht in diesen Rhythmus mitverfällt, sondern dass man wirklich lieber sich noch mal zurücknimmt und sagt, diese Informationen überprüfe ich noch mal. Und es ist wichtig, dass hinterfragt wird. Freie Presse ist eine wichtige Grundlage unserer Gesellschaft. Und da darf man auch nicht vor Personen Halt machen, die in einer Funktion sind. Joachim Gauck, einer Ihrer Amtsvorgänger, hat gerade in den letzten Tagen eine Rede gehalten zum Thema Krieg bei der Bundeswehr. Und auch da wieder könnte man den Eindruck gewinnen, ganz schnelle, scharfe Urteile werden über diese Rede gefällt. Er hat gesagt, dass es er hat gesagt, dass Krieg manchmal auch notwendig sein kann. Muss es eine Diskussion um solche Dinge in aller Ruhe geben? Und haben wir die Zeit, haben wir die Ruhe, haben wir eine Medienlandschaft, die sowas auch befördert oder eher verhindert? Also ich denke, wir haben die Mediengesellschaft, die wir uns organisieren. Und ich glaube, dass es schon richtig ist, dass man nicht jedes Wort so zugespitzt werden soll, dass man sofort dann ja ein Urteil fällt, sondern dass man schon nochmal den Kontext klar anschaut, dass man nochmal genau hinschaut, in welchen Zusammenhängen ist was geäußert worden. Dann kann es auch gelingen, eine produktive Diskussion zu führen. Wir brauchen den Streit, wir brauchen die Meinungsvielfalt, um diese Demokratie auch weiterzuentwickeln. Es wäre ja schlimm, wenn einer die Meinung vorgibt und alle müssen folgen. Das hat man in der DDR und das möchte ich nicht in dieser Bundesrepublik haben. Wichtig ist, dass die Beteiligung der Menschen an dieser Diskussion stattfindet, dass Menschen sich auch aufgerufen fühlen, einzubringen in eine politische Diskussion. Die Meinungsvielfalt, das macht's ja aus. Ist das wichtig und auch eine Lehre, dass es wichtig ist, Dinge offen, ehrlich, wahr auszusprechen und dann darüber zu streiten? Das ist ja das, was mir ein Anliegen ist bei der Beschäftigung mit dem Thema Stasi, mit der Beschäftigung mit dem Thema Diktatur. Dass wir mit dem Blick in die Unfreiheit auch die Werte der Freiheit besser schätzen lernen und vor allen Dingen auch genau sehen, wo ist Freiheit in Gefahr. Wir diskutieren über Datenmissbrauch, wir diskutieren über Datenmissbrauch im Internet, über Bundestrojaner und all diese Dinge, die auch mit der Frage der Sicherheit, in der wir leben wollen, zu tun haben. Aber genau da können wir sehen, was sollen die Maßstäbe sein? Wie viel Sicherheit kann man schaffen, indem man trotzdem noch die Gesellschaft frei lässt. Wie viel Sicherheit kann man einschränken, ohne die Freiheit zu gefährden? Das ist doch die entscheidende Frage. Freiheit ist auch in Zukunft weiter in Gefahr und wir könnten noch stundenlang weiterreden. Trotzdem zum Abschluss dann die Frage, wie lange braucht man dann diese Behörde? Wie lange braucht man die Lehren, die man ziehen kann, aus den Akten heraus, um eben beizutragen? Braucht man sie länger als 2019? Also entscheidend ist ja, was für Aufgaben da sind, was für Aufgaben diese Behörde auch hat. Und ich denke, in die Akten schauen, das muss immer möglich sein. Es muss auch immer möglich sein, dass wir darstellen in Ausstellungen, in Büchern, wie hat diese Staatssicherheit, wie hat diese Geheimpolizei gearbeitet. Und in dem Sinne, Aufklärung kennt kein Ende. Wie das organisiert ist, da muss die Politik entscheiden. Wir erledigen jetzt diese Aufgaben, denke ich, gut, mit qualifizierten Mitarbeitern. Und ich denke, deswegen ist die Frage, zu welcher Jahreszahl das anders gemacht werden soll, keine Frage, die sich jetzt stellt. Roland Jahn, ein herzliches Dankeschön für dieses sehr intensive, spannende Gespräch. Die Gesellschaft wird im Gespräch bleiben über diese Themen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse am Kamingespräch von Phoenix aus der American Academy in Berlin. Machen Sie es gut.